Und wisst ihr, was jetzt gemacht wird? Wisst ihr, was jetzt gemacht wird? Genau. Es wird die blöde Neonröhre ausgetauscht. Haben wir schon Stufe 3? Nein, haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir gelb. Ja, warum nicht? Das passt doch schon viel besser. Können wir nicht auch... Ach nee. Nein, nein, weg. Scheinwerfer? Oh, mein Gott. Gibt's erst ab Stufe 3. Gemeine Sache. Naja, dann holen wir uns erstmal den Sieg im Runden-K.O. Da war es nur noch einer. Ja, wie bei Runden-K.O. halt üblich. 3 Runden, 4 Fahrer. National Rail Reverse. Die Fakten. Winkt dem ersten Verlierer zu, wenn du auf dem Weg in die nächste Runde an ihm vorbei rast. Super. Für 750 GameCube-Controller habe ich, glaube ich, gesehen. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich habe da nicht so gut drauf geachtet. Naja, selber schuld. Eben noch was trinken. Ah. Immer wieder schmackhaft. Immer wieder lecker. Ja. Ist nie so schlimm, dass ich nicht den besten Start kriege. Aber naja, holen wir uns dafür Windschatten. Wow, wow, wow. Ich sag vielleicht komische Sachen, ich mach vielleicht komische Sachen. Ei, ei, ei. Hola, die Malfee, wieso ist der jetzt so schlecht zu kontrollieren? Ich glaube, den hat das mit den grünen Neonröhren auch nicht gefallen. Ich hasse diese Kurve. Wisst ihr das eigentlich? Ich hasse sie. Aber naja. Boah, wie weit die jetzt schon weg sind. Es sind zwar nur 2,5 Sekunden, aber das sind schon so ein paar hundert Meter Vorsprung, die die haben. So. Aber der Vorsprung minimiert sich ja konstant. Oh oh. Warum? Kennt ihr das vielleicht bei der Tastatur? Ich weiß jetzt nicht, ob das bei neueren Tastaturen so ist. Aber wenn ich mehrere Tasten drücke und dann zum Beispiel nach links drücken will, dann macht er das einfach nicht. Wie zum Beispiel gerade. Und dadurch habe ich jetzt verloren. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Aber da muss ich schauen, wie ich damit dann besser klarkomme. Wieso bremst du ab? Was bist du für ein Vollhonk? Mein Gott, hier, fahr gegen Auto. Genau, sehr schön. Bleib du bloß hinten. Du gehst mir auf den Piss. Du gehst mir auf den Nerven. Weg mit dir. So. So, und hier kommt jetzt gleich wieder diese blöde Kurve. So, etwas abgebremst, aber meine Güte. Meine Güte. Ah, okay. Wir fahren langsam hinterher. Nicht die beste Beschleunigung, aber immerhin, es funktioniert mit der Zeit. Oh, die sind Abkürzungen am Fahren. Sollen sie es machen? In der Abkürzung liegt viel rum. Keine Lust. Ja, seht ihr, selbst mit einem Neustart bin ich sogar noch schneller gewesen als... Hallo Gitter. Schneller gewesen als die mit ihrer Abkürzung. Finde ich nicht schlecht, finde ich sogar ganz gut. Gerne nochmal. Ja, besser so ein bisschen schlittern als den umzufahren. Sichert mir noch ein paar Stilpunkte und sichert mir einen eventuellen schlimmeren Zeitverlust. Ah, Mann. Ha, verdammt. Aber noch habe ich den zweiten Platz gut in der Hand. Wenn ich jetzt keine massiven Fehler mache, komme ich auch wieder an den ersten. Ja, das sogar relativ schnell. Los, geh in deine Abkürzung. Mann, der will nicht mehr in die Abkürzung fahren. Was ein Langweiler. So, dann will ich hier rein. Und... Ai, ai, ai. Okay. So, und das wird das ein Kopf an Kopf rennen. So ein bisschen. Wer mehr Fehler macht,
der verliert. Ah, verdammt. Das wäre schön gewesen, wäre der einfach gegen die Säule gefahren. Aber naja, schade. Dann wäre mir der Sieg eigentlich schon so gut wie sicher gewesen. Weil die Computergegner, die können sich ja selbst nicht resetten. So, und... ja, diesmal die Kurve gut bekommen. Warum? Ja, vorher abgebremst. Super. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zwei Sekunden Vorsprung. Ja. Zweieinhalb fast. Nein, 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 nein. Mach keinen Blödsinn, Ari. Oh, aber wow. Ja, der Sieg ist uns sicher. Der ist irgendwo gegengerasselt. Yes! Sehr schön. Und schön einparken. Mitten auf der Straße. Warum auch nicht? Dann, dann. Ding, 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 ding. Who's who? Important Racer will deinen Wagen für das nächste Kaffer. Nö, kriegen die aber nicht. 750 GameCube-Controller um 1999 Mitsubishi Eclipse GSX. Sehr schön. Für das Fahren eines Rundenrekords auf dem Rundkurs, Import Racer. Respekt auf dem Cover von Import Racer. Blown away. Broken record. Hot driver interviewed. Ja. Ja, ja. Ich wurde ganz gut interviewt. Das finde ich auch. How to change your ECU. Upgrade your brakes. Tune up your transmission. Eigentlich schon schade, dass man die, dass die Magazine wirklich nicht so durchsehbar sind, dass man, sag ich mal, wirklich noch etwas dazulernt. Das würde ich extrem gut finden. Fällt mir gerade einfach so ein. Das wäre doch ziemlich gut. Rundkurs, Freundschaftswettkampf. Ich hatte einfach Glück, seit du mich das letzte Mal geschlagen hast. Keiner konnte mir was anhaben. Aber bitte, nimm's nicht so schwer, wenn du verlierst. Hältst du deinen Wagen für ultra cool? Dann bring den Fotografen vom Super Street Magazine dazu, dich aufs Titelbild zu drucken, indem du das nächste Rennen gewinnst. Ja, wir sind super cool! Stadium Reverse, die Fakten von José. Nun, José um Platz 6 der Rundkursrangliste. Er ist ein Kumpel, aber er wird es dir nicht einfach machen. Er ist mein Kumpel? Mag ich ihn? Okay, 625 GameCube-Controller dafür. Und dann macht's wieder du-du-du-dum. Popkiller. Popkiller. Born Too Slow von The Crystal Method. Mal schauen, wie sehr uns dieses Lied dazu motivieren wird, zu siegen, zu gewinnen. Jedenfalls verhilft es uns nicht zu einem super guten Start. Das tut kein Lied. Und wisst ihr, wofür es wieder Zeit ist? Drogenmodus! Und Drogen... ach man, verdammt. Okay, dann warte ich halt auf die nächste Runde. Wir haben ja genug Zeit. Rosa! Tschüssi! Oh, dann kommt man sogar direkt rüber. Was für ein Luxus! Sehr freundlich. Bei der Kurve muss ich das nächste Mal aufpassen. Ja, ist er nur Rundenrennen, ist dann nachher nicht so schlimm. Das können wir alles noch gut aufholen, aber diesen Weg rückwärts zu fahren, diese Passage ist schon etwas sehr anders, als wenn man das vorwärts fahren würde. So, hier durch, da durch, hier vorbei. Hier rum. Oh mein Gott, das zieht sich aber, dieses Autobahnstück. Obwohl wir mit über 200 Sachen da durchrattern. So, jetzt ist wieder Zeit für den Drogenmodus. Sehr schön, und jetzt habe ich kein Nitro mehr. Naja, etwas Spaß muss sein. Oh, oh, und hier? So, das war schlecht, aber egal. Besser als das letzte Mal. Und das heißt, beim nächsten Mal kriege ich die Kurve perfekt. Das weiß ich jetzt schon, weil mein Leben ist vorprogrammiert. Alles ist dafür prädestiniert. So, dann müssen wir nur noch hier sauber durchfahren, damit wir dann nicht solche Probleme nachher haben. Ah, eigentlich können die Fahrer hier von Need for Speed extremst froh darüber sein, dass nie wirklich viel Verkehr hier ist. Weil, ich meine, stell dich einfach mal vor, hier wäre ein Stau.
dann können die das Rennen einfach so total vergessen. Aber naja, ich denke mal, die Leute, die dann solche illegalen Nachtrennen machen oder was weiß ich was, die werden schon darauf achten, dass die halt möglichst freie Straßen haben. Sollte man zumindest meinen. Danke für den Anschubser. Wie ihr seht, die Kurve habe ich perfekt bekommen. Mist. Naja, naja, naja. Eine perfekt genommene Kurve. So sieht sie aus und nicht anders. Nur so sieht eine perfekt genommene Kurve aus. Warum sollte eine perfekte Kurve auch anders aussehen? Sie ist doch perfekt. So, blablabla. Ja, jetzt fahre ich dem mal hinterher. Jetzt fahren wir mit dem Verkehr. Aha. So. Hoffe ich mal, dass mir das auch genug bringt. Alter, der ist aber auch nicht schlecht. Der ist sogar etwas zu schnell für mich. Mäp. Ich Idiot. Das ist erst die dritte Runde. Ich Idiot. Nee, Quatsch, die vierte Runde. Wow! Don't mess with them. Oh, er wurde zurückgesetzt. Das war gut. So, wie gesagt, so nimmt man jetzt die Kurve perfekt. So nimmt man nämlich die gesamte Geschwindigkeit mit. Ja, ja. So sieht eine perfekte Kurve aus. Wie beim letzten Mal, ne? Nicht wahr? Alle brav nicken. Genau. Auto Control. Naja, die Kraft, die man dann erhält, wäre auf jeden Fall nützlich. Ah, ist jetzt die Frage, ob ich hier schnell genug bin. Wieso hältst du an? Ich glaube, ich bin nicht schnell genug. Oh, wie können die Kurven so gut nehmen? Verdammte Hacke. Mäh. Das war jetzt aber die letzte Runde. Eventuell habe ich mir den Sieg sogar echt dadurch verbaut, dass ich vorhin schon gegen die Wand geknallt bin. Aber was soll's, wir haben jetzt das neue Vinyls, Engine Technology und Flame Vinyl und dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Nochmal und nochmal und nochmal. Diesmal mit Kimosabe von BT. Windschatten. Und der Drogenmodus. Auch wenn wir nicht wirklich hochgeflogen sind. Aber was soll's. So, und aus. Was ist los? Perfekt genommen. Super. So muss das laufen. So kann es weitergehen. Und ich merke, dass ich gleich schon wieder gerne etwas trinken möchte, könnte, wollen würde. So, zack, zack, zack. Mein Gott. Was für eine unebene Straße. Ah, die ist überhaupt nicht dafür gedacht, dass man da durchrattert. Fahren wir mit dem Strom. Mit dem Strom, mit 150 Volt, mit 50 Ampere und 30 Ohm Widerstand. Nee, keine Ahnung. Ich nenne gerade auch irgendwelche Werte, das ist überhaupt nicht relevant. Aber naja. Und einen weiteren Drogenmodus. So, etwas Nitro noch aufsparen für den nächsten Drogenmodus. Hier, magst du mich anstupsen? Na verdammt. Ein Versuch war es wert. Wow. Ich glaube, knapper hätte das nicht sein können. Hat gut funktioniert. Ah, erst die zweite Runde. Also dieser Rundkurs dauert dann schon relativ lang. Oh, wie das stört, wenn der Wagen immer so aufschlägt. Mal verfolgen wir diesen weinfarbenen Wagen vor uns. Rosa und hier rum. Ah, gut. Gut, gut, gut. Wir sind auf Platz 1 und fahren damit in die dritte Runde ein. So.
Nochmal Drogen, gefällig? Nochmal? Ja, natürlich! Gut, das Beste, das letzte Restchen spare ich mir für den nächsten auf. Naja, nicht perfekt, aber trotzdem gut. Besser als vorhin. Wow. Oh, und jetzt macht's wieder tock, 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 tock. Ne? Jetzt so ziemlich. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Ach Gott. Ist das nervig. Ist das störend. Na gut. Dann geht's hier rum. Immer weiter, immer weiter. Worüber lässt es sich gerade denn gut reden? Zum Beispiel über Kräuterlimonade. Zum Beispiel über alles Mögliche. Zum Beispiel über ein neues Let's Play. Haha. Genau. Oh. Aber wenn ich hier jetzt darüber rede, ist dieses neue Let's Play bestimmt schon gestartet. Ja. Darüber habe ich noch gar nichts gesagt. Hm. Naja, ihr werdet es ja dann gesehen haben. Es hat mit Mechas zu tun. Es. Wahoo! Yes, yes! Combo Breaker! Yes! Das muss gut aussehen! Das muss gut aussehen! Ach komm! Genug Zeit verloren! Das sah gut aus, das musste ich auf Kamera aufnehmen! So. Und das Stückchen nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt ist aber die Frage: War es das wert? Eigentlich nicht. Ist halt jetzt die Frage, inwiefern ich den vor mir noch gut einholen kann. Um das Rennen zu gewinnen, hätte ich das nicht aufnehmen sollen. Da hätte ich mich schon direkt resetten sollen. Aber mal schauen, vielleicht kriege ich ja sogar beides noch unter einen Hut. So, hier rum. Der Typ ist aber auch... Ah, verdammt, der ist gut und schnell unterwegs. Und ich kriege nie die Kurven so eng wie die anderen. Los, dreh dich. Ach, komm schon. Ja, dann muss ich das wieder resetten. Und damit doch mal wieder der Reset-Ding da, das gezeigt wird, dieses Recycle-Symbol, mache ich auch das mal wieder. Ha. Lola, José und noch jemand. Naja. Drogen? Diesmal nicht. Diesmal bewahre ich mir das Nitro auf. Ja. Und bin etwas konsequenter mit dem Zurücksetzen. Ach je. Yeah. Na gut. Dann fahren wir da ganz noch mehr hin. Ja, neue Projekte. Soll ich darüber jetzt sowas sagen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Oder vielleicht doch, was ich geplant habe. Naja, meine Challenge bei 100 Abonnenten Dead Space 1 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad steht ja immer noch. Von daher, daran werde ich mich auch halten. Wenn die 100 Abonnenten voll sind, werde ich das auch sofort starten. Jedenfalls, also ich brauche dafür schon einen Tag, am besten halt natürlich so ein Wochenende, wo ich dafür Zeit habe, weil ich darf bei dem höchsten Schwierigkeitsgrad bei Dead Space 1 ja auch nur, glaube ich, dreimal speichern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, und dafür brauche ich dann auf jeden Fall schon Zeit. Dann wird das weitaus mehr sein als eine 2-Stunden- oder 3-Stunden-Session. Weil das braucht Zeit! Himmel, Herrgott, Sakramente! Und das reicht natürlich nicht. Egal. Drüben sind wir so oder so. Und interessanterweise immer noch auf Platz 1. Na gut. Sehr schön. Warum auch immer gerade wieder ein Frame abgespacke drin war. Warum auch immer. Ich finde es mittlerweile recht angenehm, hier mit dem Strom zu fahren. Es ist halt etwas praktischer. Auch wenn ich das im echten Leben nicht so wirklich tue. Aber naja. Ist halt meine Einstellung zu den Dingen. Die muss man nicht teilen. Man muss auch nicht die Einstellungen von der Gesellschaft mögen. Oh nein, jetzt wird der Ari wieder gesellschaftskritisch. Hätte er Lust, darüber weiter zu reden? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre das ein Thema für einen Podcast. Bestimmt. Da müsste ich mich nochmal mit dem The Yogi auseinandersetzen. Oder Yogi ist der, glaube ich, nur, ne?
Yogi 1401, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht schaut er ja auch gerade zu. Aber wenn er das hier dann sieht, dann sollte ich eigentlich auch schon mit ihm gesprochen haben, weil das habe ich nämlich schon vor. Das ging in den letzten Tagen, also jetzt ist hier gerade der 21. Wenn ich diese Aufnahme aufnehme, das ist ein paar Tage später, wenn ich diesen Part hier hochgeladen habe. Ich schaue mal eben auf den Zeitcounter. 1,5 Stunden. Ich habe dieses Projekt noch in 15 Minuten Zeitfenster gemacht. Und es bringt jetzt eigentlich nichts weiter zu rechnen. Oder, naja, vielleicht doch. Heute ist der 21. Und wie viele Parts macht das dann? 6? 7? Das müsste dann... Nee, Quatsch. Der 6. Part sein, also am 26. müsste dieses Video hochgeladen sein. Wenn das stimmt. Wenn meine Rechnung stimmt. Naja, dann sollte ich mit dem eigentlich schon darüber gesprochen haben, weil mein erstes, dieses Thema Lügen, worüber ich gesprochen habe, das war eigentlich initiiert durch den Yogi und ich habe da auch vor, mit ihm noch etwas zu machen. Mein Gott, wieso lenkst du nicht? Und ja, vielleicht ist bis zum 26. da schon längst etwas passiert, das weiß ich noch nicht. So, um die Ecke rum. Nitro, wofür habe ich das aufgehoben? Um damit zu gewinnen. So. Sehr schön. Wow. Ich bin einfach zu alt dafür. Ich chill jetzt erstmal. Ja, du bist zu alt dafür, denn du bist so dement, du bist so im Alzheimer bereits verfallen, dass du nicht mehr wusstest, dass ich dieses Rennen eigentlich schon so oft verloren habe. Aber okay. Dafür kriegen wir Level 2 Vinyls Lightning. Rob Zombie Wagen. Rob Zombie. Cool. 625. Ah, nicht mehr GameCube Controller, nein. Teebeutel. 625 Teebeutel. Boah, das ist doch viel. Das reicht für ein ganzes Jahr auf jeden Fall. Für 2 Jahre vielleicht sogar auch. Rennsieg Super Street bringt dich auf die Titelseite. Du hast freigeschaltet Stadium Rundkurs Reverse. Du bist 6. im Rundkursmodus. Wunderbar.